Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, Spezialepisode 4. Ein unvergessliches Fest. Nach der Expedition in die dunkle Welt und dem Geheimnis von Darkreis Schriften vergingen noch rund 3 Monate. Bulbi und ich konzentrierten uns großteils auf Missionen der Gilde, hatten aber auch vieles anderes um die Ohren. Warum? Na, das liegt an dem Geheimnis. Nachdem diese Monate vergangen waren, war ein besonderer Tag angebrochen. Weihnachten stand wieder einmal vor der Tür. Mithilfe von einigem Briefverkehr und einer Prise Telepathie hatten wir es geschafft, uns so zu organisieren, dass das gesamte frühere Team sich für diesen Tag in Silberdorf versammeln würde. Die Gilde hatte ohnehin eine Auszeit über die Feiertage, weshalb es für unser Team und Lord Ecke kein Problem war, dorthin zu reisen. Bulbi und ich freuten uns wirklich darauf, unsere alten Freunde wiederzusehen, auch wenn die Gruppe ja leider längst nicht mehr so groß war wie einst. Aber wir hatten beide schon ewig nichts mehr von Eevee und Seemobs gehört. Latias und Latios hatten sich manchmal per Telepathie erkundigt, aber natürlich war es trotzdem etwas anderes. Zudem hatten wir vor, die anderen auch in das Geheimnis einzuweihen. Dachtet ihr etwa, ihr würdet es vor unseren Freunden erfahren? Aber auch war uns klar, dass die anderen über Darkrai Bescheid wissen sollten. Am Morgen des großen Tages brachen wir also zusammen mit Lord Ecke in Richtung Silberdorf auf. Wir alle hatten etwas Gepäck zu schleppen, da natürlich jeder kleine Geschenke für die anderen hatte. Außer ich und Bulbi füreinander, wie so oft. In Gedenken an die besonderen Weihnachten. Für uns war es ein Zeichen der Wertschätzung, dass wir keine Geschenke brauchten. Ich hatte zwar versucht, Bulbi zu überreden, dass sie mich ihre Sachen tragen ließe, aber sie bestand darauf, dass sie sich fit genug fühlte, auch wenn ich etwas besorgt war. Lord Ecke sah uns dezent seltsam an, offensichtlich mit dem Gedanken, dass wir beide ja wohl mehr als fit genug sein sollten, um unser Gepäck zu tragen. Schließlich trainierten wir Tag um Tag auf unseren Missionen. Weiter nachfragen tat er jedoch nicht. Wir reisten so als Dreiergruppe durch die verschneiten Wälder der Region, um uns Silberdorf zu nähern. Wir unterhielten uns auf dem Weg über verschiedenste Dinge. Aber als wir langsam in die Nähe des Quellwaldes kamen, sagte Lord Ecke etwas, das uns deutlich aus der Spur warf. Bekommt ihr beiden eigentlich mit, was für Gerüchte in der Gilde derzeit rumgehen? Bulbi und ich sahen einander fragend an. Wir hatten beide nicht ein Wort gehört. Viele dort behaupten, dass ihr bald euer Retterteam aufgeben würdet. Ich war schockiert. Woher wussten die anderen das? Bulbi zuckte auch verwirrt mit den Schultern. Wir hatten beide niemandem ein Wort verraten. Ich fragte vorsichtig nach. Was behaupten sie denn, warum? Entweder ignorierte Lord Ecke die Unsicherheit in meiner Stimme, oder er bemerkte sie überhaupt nicht. Gründe geben sie keine an. Das macht es noch unglaubwürdiger. Sie sagen einfach, dass ihr wohl bald aufhört. Aber so sind Gerüchte nun mal. Und wenn man so bekannt ist wie ihr inzwischen, kommen da wohl viele auf. Bulbi sah mich fragend an und ich nickte ihr zu. Es war wohl das Beste, Lord Ecke bereits davon zu erzählen. Lord Ecke, die Gerüchte stimmen aber. Ungläubig drehte er sich um und blickte zwischen uns hin und her. Wie bitte? Im Ernst? Weshalb das denn und warum wusste ich davon noch nichts? Eigentlich dürfte es noch niemand wissen. Wir haben keinem auch nur ein Wort gesagt. Wir wollten euch heute alles erzählen. Es war eigentlich noch ein Geheimnis. Lord Ecke sah uns verständnisvoll an. Nun, es ist eure Entscheidung. Wenn ihr einen guten Grund seht, die Gilde zu verlassen, steht es euch jederzeit frei. Wie lange werdet ihr denn noch bei uns bleiben? Bulbi antwortete sofort. Vermutlich werden wir noch etwa 3 Monate für die Gilde arbeiten, vielleicht auch 2. Das kommt darauf an, wie ich mich fühle. Wir werden rechtzeitig Bescheid geben. Darauf, wie du dich fühlst? Das hört sich nicht sonderlich gut an. Hast du irgendwelche Probleme? Vielleicht können wir dir helfen. Ich konnte ihm ein Grinsen nicht ganz verkneifen. Ich bezweifle stark, dass Bulbi überhaupt Hilfe haben wollte. Und so entschied sie sich, das Geheimnis für Lord Ecke bereits früher zu lüften und ihm die Sache zu erklären. Und somit auch euch. Ich bin mir sicher, es wird kein Problem werden. Es ist so. Sie stoppte kurz. Ich und Shinux,
Wir werden ein Kind bekommen. Ich denke, viele von euch haben es bereits geahnt. Dies ist das große Geheimnis, das Bulbi mir damals am Strand mitgeteilt hatte. Einen Tag zuvor hatte sie Haitaira besucht, um sicherzugehen. Das Ergebnis war eindeutig. In ein paar Monaten würden wir Eltern werden. Lord Eckes Sorge wurde zu einer Mischung aus Freude und Überraschung. Das ist großartig. Jetzt verstehe ich, warum ihr die Gilde verlasst. Und auch, weshalb ihr es geheim halten wolltet. Ich bin mir sicher, die anderen werden sich auch für euch freuen. Die Atmosphäre war für den Rest der Wanderung eine andere. Zumindest gegenüber unserem Begleiter hatten wir nun kein Geheimnis mehr. Es war offensichtlich, dass Lord Ecke sich wirklich für uns freute. Als Bulbi mir die Botschaft damals überbracht hatte, fühlte ich mich ähnlich wie Lord Ecke bei unserer Erzählung. Ich war unfassbar glücklich und überrascht. Aber ich hatte auch Sorgen. Wir sind beide noch relativ jung, vor allem dafür ein Kind aufzuziehen. Es konnte vieles schiefgehen. Und gleichzeitig wussten wir beide, egal was genau die Zukunft bringen würde, das Leben würde nie wieder so sein wie zuvor. Bulbi teilte meine Sorgen, aber wir beide waren uns einig. Wir würden alles geben, um dem oder der Kleinen ein gutes Leben zu geben. Es dauerte nicht sonderlich lang, bis wir Silberdorf erreichten. Es hatte den Eindruck, als wären wir die Ersten hier. Natürlich Latias und Hydropi, die beide noch hier lebten, ausgeschlossen. Die Bewohner waren gerade dabei, den großen Tannenbaum zu schmücken, der jedes Jahr an diesem Ort aufgestellt wurde. Hydropi konnten wir auf den ersten Blick nicht entdecken, Latias jedoch schon. Sie war ihrer Berufung gefolgt und war nun die Dorfsprecherin. Sie standen mitten vor dem Baum und gab Pokémon verschiedene Anweisungen. Es wirkte relativ unsortiert und anstrengend, aber Latias blieb sehr ruhig. Lord Ecke sorgte dafür, dass sie auf uns aufmerksam wurde. Frohe Weihnachten, Latias, wie geht's dir? Sie drehte sich zu uns und wirkte erfreut. Lord Ecke, Bulbi, Shinux, wie schön euch zu sehen. Toll, dass ihr es so schnell geschafft habt. Relativ weit oben am Baum raschelten auf einmal die Äste, bis sich ein Gesicht zeigte. Hydropi war dort oben gewesen und hatte unsere Anwesenheit nun auch bemerkt. Er sprang mit einem Satz auf den Boden. Frohe Weihnachten, wir haben uns zu lange nicht gesehen. Er hatte recht. Rund 4 Monate war das letzte Mal inzwischen her. Damals hatten wir das einjährige Jubiläum unseres Erfolges in der Welt der Menschen gefeiert. Auch die anderen Bewohner des Dorfes empfingen uns freundlich wie eh und je. Zunächst stellten wir unser Gepäck ab und begannen auch beim Schmücken zu helfen. Rund 1 Stunde später, als der Baum gerade fertig war, entdeckten wir ein blaues Flugobjekt am Horizont. Latios stieß als nächstes zu uns. Entschuldigt die Verspätung, ich musste noch einen Auftrag beenden. Ich musste die Programme der Orden bearbeiten, um ausgewählten Retterteams einen leichteren Zugang zu bestimmten Orten zu gewähren. Der Drache blickte zu mir und Bulbi. Ihr beide wurdet natürlich mit als Erste ausgewählt. Sobald ihr wieder in der Gilde seid, könnt ihr die neuen Funktionen nutzen. Es tat mir etwas leid, ihm mitteilen zu müssen, dass seine Arbeit für unsere Orden eher sinnlos war. Er wirkte doch sehr enttäuscht. Wieso denn das? Ihr seid doch das Nummer 1 Team der Zeit. Bulbi und ich einigten uns wortlos. Erklären wir euch später allen, sobald alle da sind. Es dauerte noch bis in den Sonnenuntergang, bis endlich in der Ferne jemand angerollt kam. Seemops war zwar spät, hatte es aber auch geschafft. Ich hab nach all der Zeit im Wasser mein Landtempo überschätzt, sorry. An seiner sorglosen Art hatte sich offenbar nichts geändert. Und das war auch gut so. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden und es gab immer noch keine Spur von Eevee. Wir begannen langsam uns Sorgen zu machen. Latias blickte zu ihrem Bruder. Wenn sie noch in ihrer Welt ist, brauche ich deine Hilfe, um sie zu erreichen, Latios. Keiner der beiden erwartete eine Antwort und sie schlossen ihre Augen. Nach rund 2 ruhigen Minuten öffneten sie sie wieder. Latias wirkte etwas besorgt. Ich empfange ihre Wellenlänge. Sie hat mitbekommen, dass wir sie kontaktieren wollen, aber sie hat uns ignoriert. Auch ich war nun besorgt. Wieso war Eevee nicht hier und reagierte nicht einmal auf Latias? Was war geschehen? Wenn sie nicht in 1 Stunde hier ist, fürchte ich, dass wir ohne sie feiern werden müssen.
Keiner von uns wollte, dass es so weit käme. Das war eindeutig. Jedoch wussten wir, dass wir nicht beeinflussen konnten, ob sie noch auftauchen würde. Und schließlich, eine Stunde später, gab es immer noch keine Spur von ihr. Latias warf uns einen betrübten Blick zu, als sie vor den Baum trat. Auch wenn noch nicht alle vollzählig sind, ist es jetzt an der Zeit, unser Fest zu beginnen. Genießen wir die Zeit miteinander und hoffen wir, dass es auch denen gut geht, die heute nicht bei uns sind. Ivys Fehlen war für uns alle ein Stimmungsdrücker. Wir würden definitiv noch herausfinden müssen, was sie abgehalten hatte. Doch trotzdem mussten wir nach vorne blicken und optimistisch bleiben. Vielleicht hatte sie sich nur entschieden, dass sie als Anführerin ihres Stammes dieses Fest nicht ohne sie verbringen konnte. Daran glauben tat jedoch keiner so wirklich. Und zwar bereits bei der Jubiläumsfeier aufgefallen, dass Ivy sehr traurig wirkte. Sie hatte kaum mit uns gesprochen. Und so überschatteten Sorgen einen Teil des Festes. Nichtsdestominder schafften wir es, das Fest zumindest phasenweise zu genießen. Wir teilten unsere großen Neuigkeiten während der Feier auch den anderen mit. Sie alle reagierten ähnlich, wie Lord Eckes bereits erwartet hatte. Sie freuten sich sehr für uns. Seemops wirkte am aufgeregtesten, was aber niemanden wunderte, weil... Wann tat er das nicht? Sie stellten uns auch einige Fragen, bei denen wir sie leider vertrösten mussten. Wir wussten, dass es noch 4 Monate dauerte, bis das Ei da wäre und anschließend noch einen, bis es schlüpfen würde. Die Fragen, ob wir bereits über die Spezies oder das Geschlecht des Kindes Bescheid wüssten, mussten wir jedoch verneinen, genauso wie die Frage nach einem Namen. Aber niemand schien sich groß daran zu stören, dass wir diese Information noch nicht hatten. Sie waren alle aufgeregt und Bulbi und ich waren einfach glücklich. Als schließlich Mitternacht anbrach, geschah etwas Eigenartiges. Es geschah ein wahres Weihnachtswunder. Ein Blitz, der aus der Richtung von Lord Eckes altem Haus kam, erhellte die ganze Gegend. Verwirrt und vorsichtig ging dieser dorthin, um nachzusehen, was passiert war, und kam kurz darauf aufgeregt mit einem Umschlag in der Hand zurück. Latias, ist das dein Plan? Steckst du dahinter? Dieser Umschlag war vorhin doch noch nicht da. Die Sprecherin konnte sich diesen Vorfall jedoch nicht erklären. Ich habe nichts damit zu tun, ich schwöre es. Was ist denn das für ein Brief? Lord Ecke öffnete den Umschlag und erstarrte. Was? Nach einer kurzen Pause sagte er mit einem großen Lächeln. Er ist von Günther. Er las uns vor, was in dem Brief stand. Günther erzählte davon, wie sein Leben nach unserem Abschied verlaufen war und wie die Dinge in seiner Welt standen. Wie ist dieser Brief nur auf einmal hier aufgetaucht? Günther muss ihn geschrieben haben, in der Hoffnung, dass er uns irgendwie erreicht. Aber wie hat es wirklich geklappt? Latias sprang auf einmal auf. Ich habe eine Vermutung. Sie verschwand auf einmal in unserer alten WG und kam mit einem weiteren Umschlag heraus. Anscheinend hat eine Art Weihnachtswunder all die Briefe verschickt, die nicht verschickt werden konnten. Günther wollte, dass wir seinen Brief erhalten. Ivy hatte einen Brief an Chelast geschrieben, der bis heute noch in eurem alten Haus lag. Er ist weg. Ich vermute, dass Chelast ihn nun hat. Und dafür, sie legte einen weiteren Umschlag auf den Tisch. Auf ihm stand in schöner Handschrift: An meine geliebte Ivy von Chelast. Wir alle sahen einander an. Wir waren uns einig. Ivy würde diesen Brief irgendwie erhalten. Dieses Weihnachtsfest hatte wahrlich Wunder mit sich gebracht. Jeder bekam Nachrichten, die er sich innerlich wünschte. Bulbi und ich erwarteten ein Kind. Trotz der Sorgen um Ivy war dies ein wahrhaft unvergessliches Fest. Frohe Weihnachten! Und wenn ihr wissen wollt, ob wir Ivy wiederfinden konnten, was aus unserer Tochter Funkenherz wird und vieles mehr, dann seid dabei, wenn nächstes Jahr die neue Geschichte Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5 The Search for Happiness erscheint. Auch wenn dort nicht ich euer Erzähler, sondern nur eine Nebenrolle sein werde.
sondern Hydropi und Latias die Hauptrollen übernehmen.